Es ist ja so, eigentlich hätten wir auch sagen können, wir nehmen unseren bisherigen NX1-Test, verpacken ihn neu und sagen, dass der NX300-Nachfolger, also der NX500, einfach die NX1 in klein ist. Da ich aber viel zu viel Zeit, ich meine, dass der NX500 nicht gerecht werden würde, widmen wir uns im heutigen Turn-On-Test jedem noch so kleinen Detail. Und los! Jens! Beim ersten in die Hand nehmen fällt auf, dass Samsung seiner Linie schon treu geblieben ist. Mhm. Das heißt, die Kamera liegt gut in der Hand. Und an der Kamera findet ihr ein 180 Grad schwenkbares 3 Zoll AMOLED Touch Display. Qualitativ eher zweckmäßige Einstellrädchen für Modi, Shutter und Blende. Dann die Menüknöpfe, den Blitzschuh und das NX-Bajonett. Ach ja, und apropos treu geblieben, auch das Menü ist genauso nervig geblieben wie bei der NX1. Das heißt, nicht ganz so nachvollziehbare Menüstruktur und abgespeckter Funktionsumfang bei den ambitionierten Einstellungsmöglichkeiten, gerade im Videomodus. Wie bei der NX1 finden wir hier den BSI CMOS-Sensor mit 28 Megapixeln im APS-C-Format. Und zusammen mit der aktuellen Firmware schafft der Sensor zusammen mit der Kamera bis zu 9 voll aufgelöste Fotos pro Sekunde. 4K-Modus 24 Bilder, UHD 25 Bilder und im Full-HD-Modus bis zu 50 Bildern pro Sekunde und alles im stressigen H265. Glücklicherweise packt Samsung auch gleich die richtige Konvertierungssoftware mit dazu, dass man auch überall funktionierendes Videomaterial hat. Hast du eigentlich meine Nase fotografiert? Das ist ganz schön groß. Interessant, ja, aber nicht so spannend wie der Autofokus. Mit 156 Phasen und 209 Kontrastmessfeldern, was für ein Wort, ist das Ding richtig schnell und zuverlässig. Hätte ich so jetzt nicht gedacht. Ja, und da kann sich Sony noch eine dicke Scheibe von abschneiden. Was eine Nase. Ja. Deine. Aber scharf. Oder meine? Ne, ist scharf. Das klingt ja alles schon ziemlich gut. Ja, ist auch viel gute NX1-Technik, die es in die NX500 geschafft hat. Aber es muss doch irgendeinen Haken an dem Ding geben. Ja, den gibt's. Und zwar die Qualität der Aufnahmen. Zwar macht die Kamera grundsätzlich ihrem gehobenen Mittelklasse-Dasein alle Ehre, doch Ausreißer nach unten und fairerweise auch nach oben sind bei etwa 750 Euro inklusive. Das heißt, habt ihr gutes Licht vor Ort, werden Fotos und Videos in 4K und UHD so richtig scharf. Egal ob dicht dran, weiter weg, selbst mit der Kit-Optik gelingen gute und wackelfreie Schüsse. Sollte es dunkler werden, kommt es ganz auf euer Einstellungsgeschick an. Das heißt, clevere Kombinationen aus Rauschunterdrückung und manuellen Verschlusszeiten erlauben auch bei wenig Licht noch nette Aufnahmen. Solltet ihr übrigens Videos in Full HD drehen wollen, dann könnt ihr euch zwar über nette Slow-Mos freuen, aber irgendwie will das Bild nicht so richtig scharf werden. So kriselige Kanten. Denn die NX500 spuckt, ähnlich wie bei der NX1, das beste Bild in UHD aus. Kein Moiré, scharf und farbecht. So kann man die 4K-Zukunft auch einläuten. Zwangsläufig. All diese Features zusammen mit einer für einen Tag ausreichenden Akkuleistung machen die NX500 zu einem hochwertigen, aber kompakten Begleiter für die Hosentasche. Für 750 Euro ungefähr, also jede Menge kreativer Spaß. Ganz genau. Und jetzt haben wir auch die ganze Zeit von der NX1 geredet. Deswegen haben wir auch nochmal den Runza Review zu der NX1 hier unten verlinkt in der Endcard. Ansonsten auch unsere Turn-On News auschecken und wie immer einen Daumen nach oben da lassen, unsere Social Media Plattform folgen und diesen Kanal hier abonnieren und für noch mehr Infos und News turn-on.de besuchen. Und wir gehen jetzt Pizza essen. Ja. Pizza Mittwoch! Jens.